So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So, mal bildschirmmäßig. Hält mal hier. Boom. Easy. Das sollte jetzt alles passen. So. Wir waren immer noch auf unserer langen, langen Fahrt. Wir glauben noch so 600 Meilen vor uns haben oder so. Glaube. Schauen wir mal. Drive safe. Ach ja. Wir haben uns ja hier auf dem kleinen Platz es uns gemütlich gemacht. Dann fahren wir direkt mal gemütlich los. Mit ein kleines bisschen Trala im Ohr. Oh ne, 500 Kilometer, 500 Meilen. Das klingt ja gut. Grauer Tesla, ey. Das kann ich nicht ernst nehmen. Tesla ist ein bisschen weiß sein. Ich habe so Teslas kennengelernt, also müssen jetzt immer weiß sein. Oh, wir fahren viel zu schnell. Ganz vergessen, dass man hier nur 55 fahren darf. Die Dinger rollen einen imaginären Berg hoch. Oder sie rollen dem Himmeltor entgegen. I don't know. Sieht auf jeden Fall gerade ein bisschen seltsam aus. Kennt ihr aber auch komische Kurven, ey. Also, die haben die ganze Wüste lang Platz und dann machen die so eine engen Kurven. Ich weiß, es ist keine Wüste, aber hier gibt es zumindest keine Häuser, die stören würden. Oder andere Gebäude. Ja, da ist er wieder, dieser Tesla. Dieser Elon Musk auf vier Rädern. Oh, by the way, in Bakersfield. So, wo war das nochmal? Simpsons? Schon im Kopf? Nee, war Simpsons, ne? Bakersfield? I don't know. Ich kenne mich mit diesen ganz typischen Abi-Serie nicht aus. Meine Welt gehört eher Richtung Japan. Das einzige Amerikanische, was ich gucke. Ja, Rick and Morty. Family Guy. Irgendwas? Genau, das mit Stewie und so, weil das ist der Family Guy. Ja, Family Guy und Rick und Morty. Ist so die einzigen westlichen Zeichentrickserien, die ich gucke. Überleg gerade, gucke ich noch was. Mir ja, willst gerade nichts einfallen. Ich meine, allgemein an westlichen Sachen gucke ich natürlich auch ein paar Sachen mehr. Also, ich gucke zum Beispiel auch so eine Reality-Show. Also, Einzahl. Ich gucke nur eine einzige und zwar Brooklyn 99. Diese Polizei-Comedy-Show da. Ansonsten gucke ich natürlich auch so ein paar westliche Serien. Und zwar auch Real-Sachen. Wie zum Beispiel die Realverfilmung von The Last of Us und sowas. Sehr geil. Ja. Aber so viel ist es nicht, ne?
Das meiste, was ich so konsumiere, ist tatsächlich Anime. Warum? Was mit der scheiß Autopilot? Ach so, da vorne ist Spurzusammenführung. Warum fährt der Rote da hinten so langsam? Der hätte eigentlich nach dem Reißverschlussprinzip locker hätte vor mir fahren müssen. Aber der hat so abgebremst. Naja. Normalerweise kommen wir immer von der anderen Seite lang, ne? Wo das Beckerfield zum Banner da. Den wäre ich immer beim Reinfahren. Also fährt er immer eher so von der Richtung kommen wir immer. Lol. Naja. Kamen wir heute mal von hinten. Ja, wir können auch zweimal pennt gehen und ich glaube, ich habe auch genau das vor. Weil wir werden jetzt schon relativ früh müde sein. Das heißt, wir können, oh, weiß nicht, 15 Uhr oder so direkt ins Bett gehen. Dann pennen wir zweimal durch. Und dann wachen wir morgen früh so gegen 9, 10 Uhr auf. Vielleicht schlafen wir, glaube ich, 9 Stunden. Ich verwirke. Ist halt so blöd, dass man halt bei ATS eine andere Zeit schläft als bei ETS. Das kommt halt immer durcheinander. Ich weiß jetzt nicht, wo waren jetzt 10 Stunden, wo waren 9 Stunden? Oder waren es überhaupt 9 und 10 Stunden oder waren es 10 und 11 Stunden? What the fuck? Warum tut man diese? Ich dachte, die Amerikaner wären die gleichen Menschen wie wir, ja. Aber nein, ist hier eine richtig andere Rasse. Ist ein richtig anderer Typ von Mensch. Voll rassistisch, das Spiel. Ich meine, ich denke zwar, das hat aber eher damit was zu tun, dass in Amerika die Gesetzmäßigkeiten anders sind, aber pff, das sind Details. Übrigens bin ich gerade... Also ich meine, ich bin ja schon immer ein Fan von der EU gewesen. Also allgemein von den ganzen Inter... Wie sagt man? Also so an Bündnissen, was halt mehrere Länder vereint. Also was wie
NATO und sowas bin ich auch super dafür. Einfach weil Globalisierung ist King. Deswegen verstehe ich auch nicht, was da gerade China macht. So, aber egal, anderes Thema. Aber die EU hat gerade bei mir gerade so richtig Boss-Life-Feeling. Weil die einfach gerade dabei sind, den gesamten amerikanischen Markt zu zerlegen. Ja? Erst haben sie ja komplett Apple die Birne Apple vor die Stirn gestoßen mit dem USB-C-Anschluss. Aber jetzt aktuell, was mich als ITler vor allen Dingen mehr interessiert, also als Admin an einer Schule vor allen Dingen, ist halt, wie sie gerade Microsoft zerficken. Also, das, was die EU macht, ist ja wirklich schon Backdoor-Eindringen ohne Gleitcreme. Ja? Für die, die es nicht mitbekommen haben, die EU hat nämlich gerade erwürgt, oder hat schon vor einer Weile erwürgt, was jetzt aber in Kraft tritt, dass Microsoft in Windows den Edge optional machen muss. Ja? Das heißt, man hat jetzt in der EU die Möglichkeit, den Edge vom Rechner runterzuschmeißen. Und wie sehr Microsoft das nicht gefällt, hat man ja vor allen Dingen in der Vergangenheit damit gemerkt, das war ja immer so die Problematik, dass du halt das Problem hattest, einen Standardbrowser umzustellen, war halt super schwer. Und jetzt wurde es über Gesetz gemacht, okay, der Standardbrowser muss einfach änderbar sein. Ne? Da hat Microsoft gesagt, ja, fickt euch, machen wir zwar so HTTP-Links und HTTPS-Links und so die üblichen anderen Vertreter kann man zwar einstellbar machen, aber alles, was von Windows selber aus geöffnet wird, wird nicht mehr als HTTP-Link geöffnet, sondern als Browser-Edge:// und diese Links werden dann immer mit dem Edge geöffnet, weil das ein anderes Protokoll ist. Und haben damit quasi das gesamte Ding umschifft. Aber, wie gesagt, jetzt hat die EU gesagt, nee, Junge, Edge allgemein muss weg. Ja. Das heißt, der Benutzer muss die Möglichkeit haben, mit dem Digital Right Act oder irgendwie sowas, irgendein Digital Act, muss die Möglichkeit haben, Edge und andere Kernkomponenten, also nicht nur Edge, zum Beispiel auch die Foto-App und irgendwelche anderen Sachen, muss die Möglichkeit bekommen, diese Sachen deinstallieren zu können. Ja. Und da kann sich natürlich Microsoft nicht gegen stellen. Ne? Die haben da absolut keine Chance, einfach weil die EU zu viel Macht haben. Weil wenn die EU sagt, ja, du kommst hier nicht rein, naja, dann hat Microsoft genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie bücken sich und lassen es über sich ergehen. Und können dann halt eine Woche lang nicht mehr sitzen. Oder aber, andere Alternative, du kommst ja nicht rein. Und ja, das ist natürlich, klar, der EU-Markt ist natürlich für Microsoft und auch für andere amerikanischen Firmen, aber in dem Fall jetzt für Microsoft, ein so riesiger Markt, die werden wohl kaum davon jetzt Abstand nehmen. Also müssen sie nachgeben. Und in EU-Ländern, also sobald du bei der Installation wohl ein EU-Land auswählst als deine Location, bekommst du damit die Möglichkeit, die Programme zu deinstallieren. Das soll aber nur halt sein, wenn du ein EU-Land auswählst. Weswegen ich mal ganz, ganz doll gespannt bin zu sehen, ob es denn irgendwelche Statistiken gibt, wie viele Amerikaner oder auf anderen Teilen der Welten dann als Herkunftsland irgendein EU-Land einfach auswählen, damit sie den Edge deinstallieren können. Und wie gesagt, daran merkst du halt auch, wie sehr das Microsoft nicht gefällt. Das ist halt wirklich nur in EU-Ländern zulassen, weil sie dort halt klein beigeben müssen. Und in allen anderen Ländern bleibt nach wie vor Pflichtsoftware. Kannst du also nicht runterschmeißen. Deswegen, also, ne, gibt es ja viele, die immer sagen, EU scheiße, jetzt gerade die AfD mit dem Dexit oder wie es heißt, also dass Deutschland aus der EU austritt. Aber wir als Teil der EU, also die EU als solches, hat halt so unendlich viel Macht. Also sowas
würde es wahrscheinlich in Amerika nie geben. Dass da irgendeine Behörde einfach sagen kann, yo Microsoft, jetzt mach mal. Selbst wenn es dort eine Behörde gibt, die so viel Macht hätte, macht es dort halt einfach keiner. So. Aber die EU, die ist halt ein bisschen anders gestrickt, ne? Ist schon ganz geil. So, hoffentlich finden wir hier bald mein Bett. Weil erstens ist unser Bett schon ganz schön voll. Jetzt wahrscheinlich der andere LKW auch noch. Jetzt überholt er uns auch noch. Haben wir Nackholm? Was ist mit dir los? Lecken wir mal am Arsch hier. Weil wir müssen rechts rüber. Damit werden wir ein Bett finden, auch da einbiegen können. Den holen wir ihn mal ganz sachte. Ja. Dafür ist schon wieder Nebel. Was soll ich gerade sagen? Ja, genau. Zum einen Bett, ganz schön voll. Und zum anderen ist ja schon nach 15 Uhr. Also langsam wird Zeit, dass wir es mal hinpacken. Warum fahre ich jetzt so schnell? Macht gar keinen Sinn. Oh ja, die Suppe wird immer dichter. Aber wenigstens kein Regen. Sagte er und starb. Ich finde mal witzig, ich habe ja auch diese eine Umgebung, wo ich mit der sehr niedrigen Grafikeinstellung spiele, einfach weil ich es ästhetisch schön finde, mal mit einfachen Einstellungen zu spielen. Weiß nicht, vielleicht so eine Macke von mir, weil ich so viele Retro-Spiele spiele, I don't know. Und das ist immer witzig, wenn man denn in den Rückspiegel, wenn jetzt so wie jetzt gerade ein Auto vorbeifährt, dass sich da denn die Räder nicht drehen. Bei den Rädern im Rückspiegel. Oh, da vorne geht es nichts ab. Dachte da gerade, da kommt jetzt irgendwie Stockholm oder sowas, aber ja, macht nicht viel Sinn bei ATS. Oh. Nicht nur die Luft, sondern auch das, der Verkehr wird dickflüssig. Ich verstehe halt nur nicht, guck mal, wir haben so viel Nebel vor uns. Trotzdem erkennen wir hinten alle Wolkenstrukturen. Das ist doch einfach dumm. Wenn so eine Suppe ist, wie jetzt vor uns ist, dann sieht der Himmel definitiv nicht mehr so aus, wie jetzt gerade aussieht. Also irgendwie, wie gesagt, die haben zwar jetzt... Oh, was ist da passiert? Ist doch gerade Unfall? Es ist ja schön, dass sie das Wettersystem überarbeitet haben, aber ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben damit auch ein bisschen kaputt gemacht. Weil das Wetter, was hier vor unserer Windschutzscheibe sich abspielt, nicht mehr sich mit dem gleicht, oder synchronisiert, oder weiß der Geier was, mit dem, was wir am Himmel sehen. Ja? Wenn es hier regnet, super, super schöne Wolken, super Sonne, alles klar, easy. Dann packen wir es hier. Nee, ja, wir packen da hinten, haben wir gleich ein Fragezeichen. Und wie gesagt, jetzt beim Nebel auch. Wir hier unten haben super Nebel, aber der Himmel sieht super klar aus. So, die kennen das Wort Nebel gar nicht so. Und das ist auch Ende. Hoffentlich können wir dort wenden.
Ah, eine Arbeitsagentur, ne? Ja. Hey, eine Arbeitsagentur. Mal vorbeischauen, aha. Och, so ein Ding schon wieder. Das war ein Fehler. Weil hier ist schon Platz. Ne, ist doch mal. Hä? Oder hier. Ne, jetzt haben wir es raus. Okay. Nichts, was ich dachte. So, na dann. Kein Regen. So, na dann, let's go. Kommen wir denn lang? Also, besser. Kommen wir jetzt noch wieder raus. Alles doch das Haus. Lol. Verdammt. Hab zu langsam gegengelegt. Ah, das wird ungesund. Ich hasse dieses Haus. Jedes Mal hänge ich mich hier auf. Ist jetzt gut. So ein Dreckshaus. Mit so einem scheiß langen Auflieger, wie wir hier eine große Ausbaustufe, 53 Foot. Foot. Also Fuß. Das ist schon echt kacke mit dem Haus da. Die Einfahrt, die war diesmal wenigstens schön geräumig. Ich habe mal gesucht, da doch verschiedene Variationen von dem Gebäude. Weil auch da gibt es ja Versionen mit dem genau gleichen Haus, wo die Einfahrt aber super eng ist. Aber die Ausfahrt. Ich war schon wieder echt kacke. Alter, geht hier bergauf. Holy shit. Jetzt passt der Himmel zum Wetter. Also zu dir, ne? Himmel grau, wir haben leichten Nebel. So passt das. Ich weiß, es gibt auch Nebel, da siehst du den Himmel, ja. Aber da hast du dann relativ selten Wolken am Himmel. Sondern entweder hast du Nebel, wenn du eine Wolkenschicht hast. Oder aber du hast Nebel gerade am Morgen, der Morgennebel. Wenn du sehr, sehr, sehr klaren Himmel hast. Und aufgrund dessen eine sehr kalte Nacht hattest, zum Beispiel. Dann hast du auch teilweise Morgennebel. Aber wie gesagt, in der Regel siehst du da keine Schäfchenwolken oder sowas. Ja. Das hast du. Alter, jetzt wird's gerade so grau-gelb, so. Cyberpunk-mäßig. Wir fahren viel zu schnell. Jetzt hätten wir doch die erste Stelle genommen, wo wir hätten pennen können. Hätten wir auch gleich tanken können, ne? Jetzt müssen wir nochmal tanken irgendwo. Ah, verdammt. Es klärt sich auf. Jetzt wird es wieder angenehmer. Ich meine, gut, so lange wie wir hier nur 55 fahren, dürften wir ja keinen erhöhten Spritverbrauch haben.
Dementsprechend sollten wir noch diese Distanz, die angegeben ist, mit den 370 Meilen eigentlich schaffen können. Und daher sollte das bis zum Ziel reichen. Sacramento! Exit only schon wieder. Ah, da hat sich ja voll gelohnt. Also das soll auch an der Stelle jetzt mal mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zu einer weiteren Folge irgendwann immer wieder. Bis dann.